So, hallo, hallo. Es geht weiter mit Kirby's Dream Land. Und wie versprochen zeige ich euch jetzt das Extra Game, den harten Modus. Und den aktivieren wir mit A hoch und Select, war das, glaube ich. Ja, da steht's, Extra Game. Dann drücke ich mal Start und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Oh, das ist noch der Mauszeiger im Bildschirm. So, jetzt ist er weg. Green Greens. Und Kirby wird von Schmetterlingen weggepustet. So, noch sieht ja alles gleich aus. Und sie springen. Ah, na toll. Direkt von den ersten Model, die es getroffen. Und man sieht schon, die Küken haben sich zu richtigen Hähnchen weiterentwickelt. Und alles will mich jetzt töten. Hier, das war ursprünglich mal dieser kleine süße Kerl, der mit dem Pilz als Hut. Und er hat sich jetzt in einen Wackelpudding weiterentwickelt, der mit Kissen schmeißt. So. Und wir können immer noch sein Kissen aufsammeln und... Boah, die folgen mir auch noch. Gut, ich gehe mal direkt hier rein. Hier war ich beim ersten Mal nicht drin, denn ich habe damals noch keinen Schaden genommen. Also, was heißt damals? Das ist ja nicht so lange her. Denn hier drin sind eigentlich nur diese beiden Flaschen und geben mir jeweils 2 Lebenspunkte wieder. Und ja, das war jetzt perfekt, weil mir 4 gefehlt haben und mehr ist auch nicht drin. So. Ja, ich hätte eigentlich direkt den harten Modus gemacht und den einfachen Modus gar nicht erst angefangen. Aber, weil alles wirklich anders aussieht als vorher, also alles ist bösartig geworden, wollte ich den einfachen Modus vorher einfach mal machen, damit man wirklich sieht, wie sich der schwere Modus verändert hat. So. Ja, das sieht man. Aua! Auch der Gegner, ich konnte vorher einfach die Bombe aufsaugen und schießen, aber er hat sich weiterentwickelt. Er springt jetzt hoch und weicht mir aus und, ja... Sein gesamtes Bewegungsmuster ist anders geworden. Ich krieg's irgendwie nicht hin, ihn zu treffen. Nein! Nein! Ah! Aber er trifft mich. So, geschafft. Gut. Ja, ich habe nur noch einen Lebensbalken und das war nur der erste Boss. Also Zwischenboss. Und mal gucken, ob ich es überhaupt bis zu Wispy Woods schaffe, ohne überhaupt einmal zu sterben. Ich hoffe doch. Da sonst sind doch irgendwie ein wenig erbärmlich und peinlich, aber. Hähnchen, mal gucken. Ich hoffe. Sieht nicht so schlecht aus, wollte ich gerade sagen. Ja, das war's. Ich bin im ersten Level gestorben, aber wenigstens muss ich den Zwischenboss nicht nochmal machen. Und ich habe wieder volle Lebensenergie und yippee, alles geht weiter. Zwar ein Leben weniger, aber das macht ja nichts. Ich habe ja unendliche Continues. So, die fliegende Kanonenkugel macht mir nichts, dafür die andere. Wolle dies. Und Bär. Okay, ich habe den Bär nicht getroffen, aber dafür die Kanonenkugel. Geh weg, du Hühnchen. Schmeckt lecker. So. Ah, okay, ein Wackelpudding zum Dessert und einen schönen Klops mit Flügeln. So, ich weiß nicht, was das darstellen soll, aber egal. Und noch ein Heizelmännchen als Nachtisch und noch ein Wackelpudding und okay, das Kissen eines Wackelpuddings. Und der andere wird auch sterben, so. Und nein, du hinderst mich nicht daran. Nein, da ist nichts mehr gut. Geh doch hier rein und ein Wackelpudding ohne Kissen, auch gut. Der kann uns wenigstens nicht so viel anhaben. Ben, du sollst ihn aufsaugen, Kirby. Nicht versuchen, ihn mit deinem Kopf zu schlagen. Und wie soll ich jetzt dadurch? Oh, okay, du gehst weg. Braver Wackelpudding. Böses Hühnchen? Noch mehr Wackelpudding? Und eine Maxi-Tomate, das kommt sehr gut. Die heilt uns ja komplett. Ach, schon viel besser. Renn ich... Boah. Hier, ich muss echt aufpassen. Ich kann nicht einfach so wie vorher einfach hier durchrushen, weil die Gegner sich komplett anders verhalten. Aber ich hab's Gott sei Dank jetzt zum ersten Boss geschafft. Wispy Woods wieder. Und mal gucken. Ja. Er schmeißt einen Stacheln runter. Und... Aua. Es ist alles ein wenig schwerer geworden. Ich muss jetzt aufpassen. Ah, nein. Scheiße. Ich bin echt schlecht. So. Erster Treffer. Und... Ey, ich bin gleich schon wieder tot. Ja, ich bin tot. Juhu. Toll. Mach ich super, oder? Mir wurde auch von Jack Smith gesagt, dass er mehr Frustration sehen will und dass der erste Run ja eigentlich, dass ich da total langweilig geklungen habe, weil als ich da durchgelaufen bin und jetzt hat er Frustration. Das ist der erste Boss und ich sterbe. Und, was wird erst bei den anderen Bossen kommen? Jetzt komm schon. Ich glaube, ich sterbe schon wieder. Komm. Ich muss mich jetzt mal ein wenig konzentrieren. Deshalb versuche ich weniger zu reden. Na toll. Jetzt habe ich den... Ja. Und schon wieder tot. Ich frage mich, ob ich jetzt Wispy Woods überhaupt schaffe, ohne ein Continue zu benutzen. Ich hoffe,
schaffe es mal. So. Oh, jetzt fängt er damit an. Gut, man sieht auch, die Boost-Attacke ist schneller geworden als vorher. Ja. Schon. Aua. Okay, 3 Treffer. Aua. Na ja, gut. Nein! Oh, nein! Ich wollte gerade sagen, ja, jetzt sieht's besser aus, aber ich habe kein Leben mehr. Also keine extra Leben. Toll. So. Ausweichen, aufsaugen, schieß! Schieß und... ja! So. Ich muss auch mal aufpassen, dass ich die Äpfel nicht gegen die Stacheln schieße, weil dann verpuffen die einfach und haben keinen Effekt auf Wispy Woods. So. Aua. Na gut. Ein Treffer, das ist jetzt nicht so tragisch. So. Aua. Aua. Scheiße. Nein! Oh, das kann doch nicht wahr sein. Einen dann hätte ich ihn noch treffen müssen. Oh. Gut. Ich hoffe, ich muss das Level jetzt nicht nochmal von komplett vorne machen, sondern ich hoffe, ich starte direkt bei Wispy Woods. Ansonsten, seht ihr mich nochmal. Ja, ich muss wieder von ganz vorne anfangen. Ist das nicht toll? Dann sehen wir nochmal die springenden Ballerinas und die tollen Hühnchen und ich lasse mich wieder von allem treffen. Wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Kommt schon. So. Nein. Egal. Hier drin sind wieder diese beiden Flaschen. Die sind Gott sei Dank nochmal da. Wäre auch sonst irgendwie doof. Und jetzt versuche ich mich nicht mehr treffen zu lassen, was natürlich... Wow. Okay. Der Hahn hat mich nicht getroffen. Ich weiß nicht wie. Ich bin froh drüber. Du triffst mich auch nicht. Ich will keinen Hahn mehr hier treffen. So. Fliegen wir rüber in den Wald und machen uns auf die Suche nach Wispy Woods. Okay, dich habe ich vergessen. Diesmal stelle ich mich nicht so blöd an. Komm, kleine Bombe. Friss sie. So. Ha! Ohne getroffen zu werden, ist das nicht toll. So. Du stoppst auch. Und weiter geht's. Das Blöde ist, dass teilweise neue Gegner kommen, teilweise haben die alten Gegner komplett neue Bewegungsmuster. Oder sie machen sowas Schönes wie dieses Vieh jetzt. Es geht erst ganz langsam nach unten und kaum ist es auf meiner Höhe, wumm, geht's auf Highspeed auf mich los. So, du nicht, mein Freundchen. So. Ich traue dem Hahn nicht, da der oben geflogen ist. Er hat zwar nichts gemacht, aber... Na, er hat auch nichts gemacht. Gut. Aber teilweise machen wir eben doch was und man weiß nie so genau. So, das hier drin dürfte ich irgendwie schaffen. Da oben ist ja auch wieder die Maxi-Tomate. Ja, dich lasse ich in Ruhe. Wackelpudding, geh weg. Nein. Wow, er hat mich nicht gehört. Verdammt! Ich wurde von einem Hahn getroffen. Ich wollte mich nicht mehr von einem Hahn treffen lassen. So. Die Maxi-Tomate und noch ein Hahn. Du stirbst. So. Du stirbst auch. Und ja, ich bin bei Wallady. Ich habe kein Leben verloren. Ich habe volle Lebensenergie. So, jetzt muss ich das aber schaffen. Nochmal darf ich hier nicht Game Over kriegen. Das wäre wirklich peinlich. So. So. Ausweichen. Einsaugen. Und... ich weiß auch nie genau, wann er dann anfängt zu pusten. Wann ich mich ducken muss, weil sonst trifft er mich. Ja, gut, jetzt. Okay, er trifft mich nicht immer, wenn ich nochmal stehen bleiben würde, aber meistens trifft er mich halt. Und ja, ich habe ihn geschafft und ich habe mich nur einmal treffen lassen. Ja, in your face. Jetzt hast du es auch verdient zu heulen. Jetzt habe ich dich so richtig fertig gemacht. So. Ja, der erste Boss besiegt von Vieren, bevor King DDD kommt und jetzt Castle Lololo und ich werde hier schon wieder sterben. Gut. Wow. Okay, du kommst schon mal runter. Tolles Begrüßungskomitee, ein komisches Haus mit Flügeln. Ganz Flügel? Ne, mit Besen. Nicht Flügel. Wow. Die Mumien haben sich zu Geistern weiterentwickelt und die Bombe wäre fast explodiert. Fledermäuse! Raus! Ah. Ich trau dir nicht. Maske. Okay. Ah, komische Gesichter, die aus Blöcken rauskommen. Nein! Und Schädel und Geister und... Die Schädel lassen sich nicht einsaugen. Ah.
Ah, verdammt. Flieg, Kirby, flieg! Oh, nein. Wo starte ich? Okay, ich starte hier. Und dann kommen wieder die blöden Gesichter. Komm. Ah, nein, lass dich nicht treffen, gut.